der Podcast für wunderbare Gedanken mit Carina Schimmel. Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Ich bin's, die Carina, und heute habe ich seit einiger Zeit mal wieder einen Gast bei mir, und zwar die ganz wunderbare Britta Stalling. Hallo, liebe Britta. Hallo, Carina, und vielen Dank für die Einladung. Ja. Britta sitzt momentan in Kapstadt, und Britta ist eine meiner Qigong-Lehrerinnen und Mentorin und inspiriert mich schon seit vielen, vielen Jahren mit ihrer Arbeit. Und ja, dann dieses Jahr habe ich bei ihr ein Online-Programm gemacht von ihr und von Master Liu. Und ja, in diesem Programm war ich so inspiriert sowieso und dann auch noch so inspiriert, dass ich Britta fragte, ob sie Lust hätte auf ein Interview, um mir und uns und euch einen wunderbaren Gedanken zu schenken. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Denn Britta ist für mich ein Mensch, ich habe sie auch persönlich kennenlernen dürfen vor einigen Jahren, damals noch ein paar Zwischenahnen, gell? Und Britta ist einfach so ein, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, so ein sprudelnder Quell an positiver Information. Also das ist gar nicht dieses stetige gut gelaunt sein oder immer nur ein Lächeln auf den Lippen haben, sondern Britta hat so eine Gabe in sich, irgendwie Positivität auszustrahlen, ohne da viel Bohai drum zu machen. Und das genieße ich wahnsinnig. Und es ist immer wieder wie eine frische Dusche. Und ich hoffe, dass du jetzt auch alleine durchs Zuhören in den Genuss dieser Frische kommst. So, und jetzt nochmal ganz herzlich willkommen, liebe Britta. Erzähl du doch mal, wer du bist und was du so machst. Super, Carina, ganz, ganz herzlichen Dank. Und das, was du über mich beschrieben hast, das gebe ich super gerne an dich zurück. Und ich bin mir auch sicher, dass deine Zuhörer, die regelmäßig an deinem Podcast teilnehmen, das auch so empfinden, dass du auch das ausstrahlst, was du gerade in mir entdeckt hast oder wie du mich beschreibst. Also vielen, vielen Dank dafür. Ja, an alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Britta, wohne seit 2005 in Kapstadt, bin hier mit meinem Mann hergezogen. Wir haben ja ein Unternehmen gegründet und ich habe vorher in Deutschland Unternehmen aufgebaut, Bereich Trainings und Coaching, persönliche Führungstrainings gewirkt, habe einen sehr bunten Lebenslauf und immer schon eigentlich auch den Wunsch gehabt, im Ausland zu leben, aber mir war auch klar, dass ich das nur mit einem Partner mache. Und Thorsten und ich, wir haben 2004 geheiratet und ich glaube, so 6-7 Monate später haben wir dann hier in Kapstadt unser Leben fortgeführt. Ja, und einen Monat bevor ich nach Kapstadt umgezogen bin, habe ich zufällig Qigong kennengelernt. Es hat eine Kollegin von mir damals aus dem Trainings- und Beratungsunternehmen, wo ich gewirkt habe, mir Qigong empfohlen. Ich war in einem Tageskurs und im November 2004 und am Abschluss des Kurses hat mir dann die eine der Kursleiterinnen so zugewunken, mit so einem Lächeln auf dem Gesicht und hat so gemeint, eines Tages bringst du Qigong nach Südafrika. Und ich habe dann nur innerlich gelächelt und habe gedacht, was sie wohl über mich weiß, was ich noch nicht weiß. Weil ich irgendwie gedacht habe, ich muss erstmal auch gucken, ob ich diese Methode überhaupt für mich trainiere. Ich hatte bis dahin schon ja einiges im Bereich persönliche Weiterentwicklung, Coaching, Trainings gemacht. Das heißt schon auch, glaube ich, Transformationsarbeit, was mein eigenes Leben anbelangt, ja, kreativ gestaltet. Aber was ich bis dahin noch nie gefunden hatte, war eigentlich eine Übungsweise, die ich auch regelmäßig für mich selber trainieren würde. Also ich bin immer eigentlich dann in die Kurse gegangen, um etwas zu lernen oder um etwas zu trainieren und habe das bisher dann bis zu dem Zeitpunkt nicht geschafft, selber zu Hause auch umzusetzen. Und so mehr war ich dann überrascht, dass ich mit Qigong oder besonders auch mit Qinan Qigong mit der Methode das in Kapstadt machen konnte. Ich hatte also nur eine CD
in meinem Gepäck. Damals gab es noch nichts in online, ich hatte kein Buch, ich hatte wirklich nur die Anleitungs-CD und habe dann tatsächlich angefangen zu trainieren hier und war dann eben sehr überrascht, auch wie schnell diese Methode etwas Positives in mir bewirkt hat. Also was du gerade beschrieben hast von mir, dieses auf was Positives schauen, auch vielleicht diese Lebensfreude, ohne ständig jetzt mit einem Grinsen durch die Welt zu gehen, das habe ich auch Chinentigung zu verdanken. Also ich habe vieles durch Chinentigung nochmal für mich in meinem Leben tiefer umgedeutet und tiefer in eine positive Richtung bringen können, im Vergleich zu all den Coachings und Trainings und der Persönlichkeitsarbeit, die ich vorher gemacht habe. Aber es ist schon sehr, sehr spannend. Und das eigentlich auch auf eine leichte und angenehme und natürliche Art und Weise, was ja auch eigentlich Chinentigung in sich trägt. Mhm. Ja, ich glaube, ich kann jetzt Stunden noch über mich erzählen, aber vielleicht hast du da eher dann auch noch spezifische Fragen über mich. Ach, ich habe auf jeden Fall die spezifische Frage, über welchen wunderbaren Gedanken wir heute sprechen werden, mhm, die du uns mitgebracht hast. Genau. Also du hattest mich ja im Vorfeld ja gefragt und super schnell kam bei mir eigentlich so der Gedanke, über die Kraft von Intentionen mit dir zu sprechen. Mhm. Weil das, glaube ich, in meinem Leben auch so ein bisschen so der rote Faden ist, dass ich auf Manifestierung, das, was mir wichtig ist, und dass eben eine Intention, auch eine klare Intention, einfach erstmal der Anfang ist. Und bei Chinentigung geht es ja auch darum, das eigene Weisheitspotenzial zu wecken, also nicht nur eine Gesundheitsmethode, wo man Krankheiten abweisen kann und oder auch transformieren kann. Es geht auch darum, ein neues höheres Bewusstsein eigentlich sich anzueignen und eine ganzheitliche Lebensqualität zu finden. Und in der Arbeit mit Menschen fällt mir aber immer wieder auf, dass eben die eigentliche Intention auch für Gesundheit zum Beispiel oder für das, was für dich im Leben wichtig ist, der Ursprung allen ist. Und viele machen sich, glaube ich, da zu wenig Gedanken drüber. Und das kann natürlich dann auch irgendwann mal vielleicht zu einer Situation führen, wo man vielleicht mit 40, 50 oder 60 auf sein Leben blickt und sich fragt, hat man denn wirklich eigentlich das, was einem wirklich wichtig ist, in seinem Leben auch erlebt? Also nicht im Sinne von Erfolg haben, sondern wirklich um des Erlebens wegen. Weil am Ende, also ich möchte sehr gerne am Ende meines Lebens eigentlich sagen, mein Leben war erfüllend, es war inspirierend. Ich habe mich nicht aufhalten lassen von dem, was mir wichtig ist. Ich habe immer wieder einen Weg gefunden, es auch zu manifestieren. Und ich habe mir auch immer wieder Gedanken gemacht, was mir wichtig ist. Als Beispiel, ich hatte ja eingangs erzählt, dass ich mit meinem Mann nach Kapstadt gezogen bin, 2005. Und ich habe mich vor kurzem auch in Vorbereitung auf unser Gespräch heute so erinnert, dass ich eigentlich als junger Mensch schon das Gefühl hatte, ich möchte gerne mal im Ausland leben. Also ich war Austauschschülerin, also in Amerika, während meiner Schulzeit und auch immer schon an Reisen interessiert und anderen Ländern. Und dann kam irgendwann der Wunsch, ja, im Ausland möchte ich gerne leben, aber es war gleichzeitig auch der Wunsch da, aber nicht alleine. Das kam sofort, diese innere Stimme sagte sofort, nicht alleine. Also wenn, dann mit meinem Partner, Lebenspartner, Freund, wie auch immer. Ich würde das gerne gemeinsam mit jemandem erleben wollen. Und dann, als wir dann 2005 nach Kapstadt gezogen sind, das hatten wir ja ein Jahr vorher auch vorbereitet, habe ich auf einmal festgestellt, oh wow, jetzt lebst du ja im Ausland. Jetzt hast du es ja sozusagen manifestiert. Und das war so gar nicht so schwer in dem Sinne. Also viele in der damaligen Zeit haben zu uns gesagt, ist ja krass, ihr zieht nach Südafrika, wieso das denn, was wollt ihr denn da machen? Und natürlich so diese Fragen und ja, Südafrika ist ja auch weit weg und viele konnten das gar nicht so nachvollziehen, dass wir haben alle Zelte hier abgebaut und wir haben auch gar nicht so richtig dann mehr so drüber nachgedacht. Das war so, ja, wir haben uns das jetzt vorgenommen, jetzt setzen wir das um, Schritt für Schritt. Und wenn es uns nicht gefällt, wir haben ja jederzeit auch die Möglichkeit, wieder zurückzukommen. Also wir haben auch nie das irgendwie als endgültig gesehen, obwohl wir natürlich jetzt auch schon 15 Jahre hier leben. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zwischen
Menschen, die vielleicht einfach nur den Wunsch haben, mal im Ausland zu leben oder das sich als Ziel vornehmen, ne? Oder vielleicht die Hoffnung haben, ja Mensch, das wäre doch eigentlich auch mal interessant für mich, ein tolles Abenteuer. Da gibt es halt einen Unterschied zwischen, du hast wirklich diesen, das ist mehr, also eine Intention ist mehr als ein Wunsch. Eine Intention ist wie so eine Wahrheit in dir drin, die du für dich, die zu dir passt, aber wo du jetzt auch nicht, wie soll ich das so verbissen drüber bist, sondern es manifestiert sich dann, weil es quasi eine Lebensenergie in dir ist und die dann auch in Handlung tritt. Und wenn sich Möglichkeiten ergeben, dann ergreifst du die Möglichkeit, weil du siehst auf einmal, ah, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sozusagen diese Intention umzusetzen. Und ein anderer kurzer Aspekt, der vielleicht auch mit Kapstadt hier zu tun hat, ich hatte als Kind auch immer schon den Wunsch, am Meer zu leben. Das muss irgendwie in unserer Familie liegen. Wir sind sehr wasserverbunden. Mhm. Zwischenan hat ja auch einen See. Mein Vater hat ein Segelboot gebaut. Wir sind dann in der Nordsee schon als Kinder rumgeschippert und so. Und meine Oma ist in Danzig aufgewachsen. Meine Mutter ist dort geboren, ist auch am Meer. Also irgendwie ist das vielleicht in mir drin. Und als wir dann nach Kapstadt gezogen sind, hatten wir ein Haus am Tafelberg mit dem Blick aufs Meer. Und eines Tages habe ich mich dann auch erinnert und habe so aufs Meer geguckt, habe gedacht, ach, du hattest ja auch wirklich immer den Wunsch, am Meer zu leben. Ja, das hat sich jetzt wohl manifestiert. Interessanterweise, 5 Jahre später, 2009, sind wir nochmal umgezogen und haben ein Haus zufällig gefunden im Internet. Also muss man sich vorstellen, die gelben Seiten des Internets, das ist hier in Kapstadt, nennt sich das Gumtree. Ganz zufällig, eines der wenigen Häuser, die zum einen zu mieten waren und zum anderen direkt am Meer liegen. Das heißt, im Moment wohnen wir wirklich direkt am Strand hinter den Dünen. Und dann habe ich realisiert, oh Britta, du hast dich ja viel zu früh zufrieden gegeben mit einem Haus sozusagen mit Blick aufs Meer. Deine Intention war doch direkt am Meer zu wohnen. Und dann 5 Jahre später hat sich das manifestiert, ohne dass so eine Schwere da drin ist. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Also manche haben so dieses Gefühl, sie müssen unbedingt was erreichen und dann strengen sie sich so an. Das ist nicht das Gleiche wie eine Intention. Eine Intention ist, wie du ein Samenkorn in die Erde reinpflanzt und dann bist du in Handlung. Du bewässerst das ja, du hast dich vielleicht erkundigt, was jetzt diese Pflanze braucht. Brauchst Sonne oder brauchst eher Schatten? Wie viel Wasser brauchst du denn genau? Brauchst noch andere Nährstoffe? Und dann fängt diese Pflanze an zu wachsen. Und das ist auch letztendlich das Thema mit Lebensintentionen oder kleineren Intentionen, die du hast in Lebensbereichen, die dir wichtig sind, dass du eben auch dann in Handlung bleibst, bis sich diese Intention manifestiert. Und dann, wenn sie sich manifestiert, kannst du sie dann einfach nur staunend genießen, dass es doch gar nicht so schwer war in dem Sinne. Ja, was ich da höre ist, Entschuldigung, dass du sehr wohl eine Intention hattest, aber dass nicht der pure Wille allein dazu geführt hat, dass du das erreichst. Also du hast nicht von dieser Intention aus dir Schritte überlegt, Ziele, Meilensteine abgehakt, bis du irgendwann sagen konntest, habe ich erreicht, Punkt, nächstes. Sondern dieses jetzt schon in meinem tiefsten Inneren, aus welchem Grund auch immer, bin ich damit verbunden. Und diese unsichtbare Verbindung führt. Ja, perfekt. Das hätte ich nicht besser zusammenfassen können. Und auch gerade, was du sagst mit dem Willen, dass da eben nicht so ein verbissener Wille dahinter steckt, sondern eher das Vertrauen auch. Also eine Entspanntheit und das Vertrauen, dass dir dieses Thema wichtig ist. Es ist dir ein Anliegen. Ich kann auch noch ein anderes Beispiel bringen. Für mich war es interessanterweise schon als junger Mensch sehr wichtig, gesund zu bleiben. Mhm. Ich hatte meinen Vater an Krebs verloren. Da war ich erst 8 und das war natürlich eine sehr traumatische Erfahrung in der ganzen Familie. Auch die 2 Jahre, wo er sehr krank war und im Krankenhaus war, etc. Und als
kleines Kind habe ich schon irgendwie gewusst, oh, das möchte ich nicht. Also neben dem Schmerz natürlich, einen geliebten Menschen zu verlieren, was mich Jahre gekostet hat, zu verarbeiten und das auch als positive Kraft sozusagen zu verwandeln und eher Mitgefühl mit ihm zu entwickeln, dass er so früh dein Leben verlassen musste oder durfte und ich ja noch in seinem Alter am Leben bin und auch mein Leben eigentlich gut nutzen kann, ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber es war eigentlich so von klein auf dieser Wunsch, ich möchte gesund bleiben und nicht dieses Leiden erleben, nicht das Leiden für mich und auch nicht die Leiden für andere. Und interessanterweise habe ich Qinyin Qigong, was ja eine Gesundheitsmethode ist, um gesund zu bleiben, nicht gesucht. Es kam zu mir dann. Und einen Monat bevor ich nach Kapstadt umgezogen bin, wirklich eigentlich auch der letzte Moment, wo ich es hätte kennenlernen können, weil wenn ich erst in Kapstadt gewesen wäre, glaube ich, hätte ich das nicht mehr verfolgen können, weil ich war da nicht oft genug in Europa. Und damals gab es das nur in Europa, um dann ausgerechnet zufällig an dem Zeitpunkt, wo ich in Europa war, einen Kurs zu machen. Es war wirklich dieser eine Sonntag im November, wo ich sozusagen Zeit hatte und der Empfehlung dieser Freundin gefolgt bin, ohne zu wissen, worum es da überhaupt geht. Und dann da zu erkennen oder zu entdecken, wow, das ist ja wirklich eine super leichte meditative Bewegungsform, wo ich auch meine Gesundheit halten kann, fördern kann, vielleicht sogar noch kraftvoller oder vitaler werde. Das, wenn ich jetzt auch über unser Thema, ne, habe ich auch ein bisschen vorher mir Gedanken gemacht, da nochmal reflektiert, habe ich auch gedacht, das ist ja auch eigentlich faszinierend. Ne? Du hast diesen Wunsch, gesund zu bleiben, und ich bin auch noch nie im Krankenhaus gewesen, Carina. Ich bin sehr sportlicher Mensch. Ich habe in der Schulzeit Basketball gespielt, sogar auch in der Regionalliga in Deutschland. Also man kann sagen, ja, so ein bisschen professioneller als einfach nur so Freizeitsport. In Amerika auch, habe ich Leichtathletik gemacht, Volleyball lange Zeit gespielt. Also ich bin Fahrrad natürlich logischerweise auch viel gefahren. Nie einen Unfall gehabt, nie eine sportliche Verletzung, nie im Krankenhaus, außer wenn ich andere Menschen besucht habe. Ist ja auch faszinierend, ne? Inwieweit so eine kraftvolle Intention dann doch auch dazu führt, auch solche Ereignisse aus dem Leben fernzuhalten, weil es wirklich eine bewusste, also wir sagen ja bei Qinyin Qigong, es gibt zwei Arten von Intentionen. Einmal die natürliche Intention des Lebens. Das kann man sich am besten vorstellen, wenn man sagt, okay, ich schneide mir mit dem, aus Versehen mit dem Messer einen Finger, ich habe eine Schnittwunde, ich packe ein Pflaster drauf. Die natürliche Intention des Körpers ist Selbstheilung. Eine, zwei Stunden später packe ich das Pflaster ab und stelle erstaunt fest, oder nicht mehr so erstaunt, weil wir das natürlich auch selbstverständlich hinnehmen. Wow, die Wunde ist ja verschlossen. Ja, wow, ja, toll. Ja. Das ist natürlich die natürliche Intention des Körpers. Wir haben andere natürliche Intentionen im Universum. Das habe ich jetzt gerade auch nochmal wieder neu reflektiert. Ein Freund von uns war hier in Kapstadt im März, hat Sonnenblumenkernen mit nach Deutschland genommen und hat mir jetzt letzte Woche ein Bild geschickt von der Sonnenblume, die jetzt in Deutschland gewachsen ist. Mhm. Also aus dem Samenkern, ne, entsteht eine lebendige Pflanze. Natürliche Intention des Lebens, dieser Samenkornes, ne, eine Blume zu werden, sozusagen. Mhm. Also wir können in der Natur natürlich das entdecken, dass die Natur hat immer diese Intention, sich zu entwickeln, sich zu regenerieren, sich zu erneuern. Bei Qinyin Qigong sagen wir, dass wir auch eine bewusste Intention entwickeln können. Das heißt, mit unserem bewussten Bewusstsein, mit dem bewussten Einsatz unseres Bewusstseins können wir Lebensintentionen manifestieren. Das sind zum Beispiel dann Intentionen auf Gesundheit bezogen. Krankheiten, die aufgrund der Information der westlichen Medizin nicht heilbar sind, haben wir bei Qinyin Qigong Erfolge, dass Menschen gesund werden, obwohl die westliche Medizin sagt, es geht gar nicht. Mhm. Wir können aber auch mit unserem bewussten Bewusstsein zum Beispiel Pflanzen, Weizen, da gibt es halt ganz viele Experimente auch, zum schnelleren Wachstum bewegen. Ja, also wir können mit unserem bewussten Bewusstsein letztendlich Intentionen eigentlich in allen Lebensbereichen manifestieren. Also wenn sie denn unserem wahren Ich sozusagen entsprechen und auch unserem Herzen, also wenn es wirklich aus unserem Herzenswunsch heraus entsteht. Und das finde ich so spannend, dieses aus dem aus aus der ja aus
eine Wahrheit, die wir in uns tragen, in unserem Herzen tragen, wenn es daraus entsteht, weil ich bin ja viel online unterwegs, ne? So auch in den sozialen Medien. Ich mache ja auch selbst viel Content und wie diesen Podcast zum Beispiel und verbreite das. Und kriege natürlich auch immer wieder so mit, ne, dieses Manifestieren und du kannst dir Geld manifestieren und du kannst dir jenes manifestieren und überhaupt. Und die meisten Berichte, die natürlich nicht veröffentlicht werden, die man dann hintenrum hört und mitbekommt, zeigen, dass vieles nicht funktioniert. Obwohl man augenscheinlich alles richtig gemacht hat. Und da, in dem, was du gerade gesagt hast, ne, es muss tatsächlich aus der Tiefe unseres Herzens kommen. Und nicht aus dem Wunschdenken, nenne ich es jetzt einfach mal heraus, für was wünsche ich mir für mein Leben, wie meine Probleme weniger werden. Ne, zum Beispiel, viele wollen sich ja Geld manifestieren, damit ihre Probleme weniger werden. Ne? Ja, ist richtig, genau. Also ich denke, dass gerade bei dem Thema hast du völlig recht, also einmal der Herzenswunsch und was ich auch beobachte ist, dass manchmal dann auch eine fehlende Übereinstimmung vorhanden ist, zum einen wirklich zu vertrauen, ne, dass ich auch die Fähigkeiten vielleicht habe oder auch die Bereitschaft dann habe, in die Handlung zu gehen. Also um jetzt zum Beispiel, ich arbeite bei dem Thema gerne mit dem Begriff Wohlstand, weil ich finde, im Deutschen hat das nochmal so einen umfassenderen Ausdruck, weil es geht ja bei Wohlstand um Wohlstehen. Ne? Und das ist ja auch wiederum dann ein Zustand. Also zum einen erlaube ich mir diesen Wohlstand, dass ich quasi mir wohlgesonnen bin oder mich wohlfühle und auch sehe, dass ich wohlstehe in vielen Bereichen in meinem Leben, wenn nicht sogar in allen, also über das Thema Geld hinaus, erlaube ich mir Fülle. Zum Beispiel Fülle an Begegnungen, Fülle an Inspiration, Fülle an interessanten Themen, Fülle an interessanten Menschen, an Ressourcen, an Unterstützung, an und erlaube ich mir auch, in Handlung zu gehen. Und da finde ich diesen Begriff, im Englischen habe ich das mal gehört von einer Trainerin, ich sprach von Inspired Action, also inspirierenden Handlungen. Also beruhen meine Handlungen, meine Aktivitäten auf meiner eigenen Inspiration? Bin ich selber inspiriert? Wenn es mir nur darum geht, irgendwie Geld anzuhäufen, um keine Probleme mehr zu haben, das ist für mich nicht jetzt eine inspirierte Handlung. Ja, genau. Und dann fließt auch meist das Geld nicht. Dr. Pang, der ja Qinlei Qigong entwickelt hat, hat eigentlich den Qinlei Qigong Mastern, die auch im Westen agieren, mit auf den Weg gegeben, kümmere dich nicht um das Geld. Das Geld folgt deinen inspirierten Handlungen. Sei einfach das, was dir wichtig ist, deine Intention, bring die in die Welt und lass das Geld sozusagen da hineinfließen. Und das habe ich auch, sage ich mal, etwas schmerzhaft erleben dürfen, weil ich 2009 auch in einer Lebenssituation war, wo wir das, was wir aufgebaut hatten, von jetzt auf gleich sozusagen, nee, nicht von jetzt auf gleich, das kann man so nicht sagen, aber wir durften neu anfangen, sagen wir mal so, und zwar auch wirklich aus dem Nichts neu beginnen und ohne finanzielle Ressourcen. Und ich habe mich da viel mit diesem Thema auch beschäftigt, finanzieller Wohlstand, finanzielle Fülle. Und sehe da halt auch ein großes Thema mit dem Bereich Intention, weil ich mir 2009 erstmal mir auch bewusst geworden ist, dass im Prinzip auch dieses Thema finanzieller Wohlstand etwas mit Erlauben zu tun hat und mit wirklichem Annehmen und viel weiter geht als das Thema Geld. Dass du wirklich im Einklang mit dir bist, aus dem Herzen heraus agierst und ganzheitlich auch geben kannst, also auch dann annehmen, wenn du was zurückbekommst. Diese im Austausch sein, diese Balance und diesen finanziellen Wohlstand auch nicht nur für dich, sondern weil du damit dein Wirken noch besser auch in die Welt bringen kannst, oder es muss ja nicht gleich irgendwie in die Welt bringen sein, kann ja auch ein Wirken sein in deiner Familie oder in deinen Bereichen, wo du unterwegs bist. Ne? Aber ich glaube, ja, das ist auch nochmal ein großes Thema, wo wir
Oh ja, da könnten wir noch eine Folge können. Machen. Genau. Über Geld kannst du mit mir sowieso ganz viel reden. Ich finde es klasse, was du beschrieben hast und auch die Beispiele, die du mit reingegeben hast, die machen das nochmal viel plastischer. Ne, was tatsächlich die Kraft der Intention ist und wie wir uns dem auch zuwenden und öffnen können und dürfen. Noch viel mehr, gerade jetzt. Ja, also was ich beobachte, ist, dass auch einige Menschen, ich will jetzt nicht sagen viele Menschen, zu stark damit beschäftigt sind, aus der Vergangenheit heraus zu agieren. Mhm. Also was ist passiert in meinem Leben, was hindert mich vielleicht auch noch, ob es nun bestimmte Ereignisse sind oder Situationen oder auch wenn wir das auf das Thema Gesundheit beziehen, mein Gesundheitszustand vielleicht, habe ich auch eine Diagnose bekommen für ein bestimmtes Krankheitsbild. Und der Punkt ist halt, dass wir lernen dürfen, Intentionen so zu verstehen, dass aus dem jetzigen Moment heraus, du nimmst alle deine Erfahrungen und Informationen aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart und der Zukunft zusammen mit den Bedürfnissen, die du hast, und entscheidest dich sozusagen neu, aus der Gegenwart heraus in die Zukunft zu gehen. Mhm. Die Metapher dazu, die ich habe, ist, dass wenn du Auto fährst, ne, dann normalerweise, denke ich, fahren wir Auto und gucken nach vorne, mhm, und nicht mit unserem Kopf nach hinten gedreht. Ne? Die jetzt Auto fahren und uns zuhören, sollten das vielleicht jetzt gerade nicht machen. Aber wenn du nicht Auto fährst, dann könntest du sozusagen tun, als wenn du Auto fährst, und drehst mal deinen Kopf nach hinten und versuchst weiter nach vorne Auto zu fahren. Du wirst natürlich dann feststellen, dass du sehr schnell einen Unfall kreierst. Ja. Ne? Weil du brauchst den Blick nach vorne. Und diese Metapher können wir halt nehmen. Und auch wenn es noch so schwer ist, vielleicht hören uns jetzt auch Menschen zu, die sagen, na ja, die beiden haben ja gut reden. Die leben ja ihre Intention schon. Denen geht's ja gut. Die machen ja, wirken ja in einem Bereich, wo sie Spaß haben. Die haben sozusagen ihre, in Anführungsstrichen, Berufung gefunden. Das ist vielleicht einfacher, als man denkt. Mhm. Das sozusagen sogar jetzt auch zu beginnen, selbst wenn man in schwierigen, weil ich bin in vielen schwierigen Situationen gewesen schon und würde auch sagen, dass es immer wieder neue Herausforderungen gibt in meinem Leben. Die Herausforderungen hören auch nicht auf, aber der Umgang mit den Herausforderungen wird mit dieser Art der Reflexion und mit diesem Einsatz des bewussten Bewusstseins immer sich auch neu zu reflektieren, neu zu finden, vielleicht auch neu zu identifizieren. Stichwort Corona. Viele Zuhörer wollen vielleicht da gar nicht drüber mehr nachdenken. Aber wir sind immer noch in Kapstadt in so einer sogenannten Lockdown-Situation. Die internationalen Flughäfen sind weiterhin zu. Ich kann im Moment nicht nach Europa. Musste dieses Jahr einiges umdenken, mhm, und mich im wahrsten Sinne neu erfinden. Und auch das Thema Qigong zum Beispiel innerhalb kürzester Zeit ist eine neue Intention entstanden, das online zu bringen, weil ich sprichwörtlich im April nicht anders wusste, was ich sonst machen kann, weil meine ganzen Kunden sind mittlerweile international. Das, was wir anbieten, ist international. Der Wunsch, auch mit uns zu lernen und weiterzukommen, ist international. Ich kann aber nicht, konnte nicht mehr reisen. Und da war innerhalb kürzester Zeit der Gedanke entstanden, okay, dann probieren wir das doch mal ganz, das Ganze jetzt mal einfach online anzubieten. Und das ist eigentlich auch nochmal ein gutes Beispiel. Das war wie so ein Samenkorn. Und dann habe ich so gedacht, oh Gott, aber was denn und wie denn? Und interessanterweise, genau zu dem Zeitpunkt, habe ich eine Einladung bekommen von einem sehr erfahrenen Trainer in Deutschland. Der hat angeboten, Trainer zu unterstützen, ihr Offline-Programm online zu bringen. Mhm. Ich dachte so, das gibt's ja gar nicht. Das passt ja gerade. Okay, gut, das Training gebucht, mich weitergebildet auch, weil das ist, glaube ich, auch eine Bereitschaft, die wir alle mitbringen dürfen, wenn wir ein Leben führen wollen, das reich ist und das Wohlbefinden kreiert, dass wir immer offen sind, Neues zu lernen. Und auch eigentlich
Neues zu lernen von jemand, der es schon kann. Und das war bei dem Trainer der Fall. Der macht das schon seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten. Der war einer der ersten, der Online-Trainings angeboten hat in Deutschland. Der hat uns all sein Wissen geteilt und ich habe nur fleißig mitgeschrieben, habe gedacht, und auf einmal kamen dann die Ideen, okay, super, dann machen wir das so, okay, und das Programm braucht noch einen Namen. Dann haben wir das Programm Life Changer genannt. Wir hatten ein 3-Wochen-Programm aufgesetzt dann. Und innerhalb, auch interessanterweise, von 3 Wochen stand alles. Zusammen mit Master Leo, und du warst ja auch mit dabei, genau, haben wir das in kürzester Zeit auf die Beine gestellt und hatten auch, weiß gar nicht mehr genau, ich glaube fast 40 Teilnehmer. Ich glaube, international, über 40. Ja. Oder über 40 sogar beim allerersten Programm. Ja. Inklusive, also das Programm stand ja 3 Wochen vorher noch nicht, also inklusive, was wollen wir machen? Inhalte kreieren, den Flyer, Marketingkanäle, Leute ansprechen und auch sagen, ja klar, wir machen das zwar zum ersten Mal, aber wir sind voller fester Überzeugung, dass das richtig gut funktioniert und auch einen echten Beitrag leistet. Also wir haben uns auch Gedanken darüber gemacht, was müssen wir inhaltlich machen, damit wir anderen Menschen auch etwas geben, also wo sie dann wiederum Nutzen haben. Ja. Und ich glaube, wenn du so agierst, dann manifestiert sich auch wir sprechen über das Thema manifestieren, aber ich habe auch noch keinen anderen guten Begriff so im Deutschen gefunden, dass man es in die Welt bringt vielleicht, also dass es spürbar wird, dass es fühlbar wird für andere, dass es sichtbar wird, so könnte man es vielleicht auch ausdrücken. Ja. Dazu, und dann kam halt unsere Handlungen, die waren super inspirierend, also wir waren immer inspiriert, wir waren immer in Freude und es ging dann auch ganz schnell und wir hatten ganz viel Unterstützung, sehr viel Wohlwollen aus unserem Netzwerk, ganz viel Zuspruch. Ja. Und das fließt dann und das war auch nicht schwer. Es war eigentlich eher wie so ein Fest. Ja, das stimmt. Das war's. Auch als Teilnehmer kann ich das nur bestätigen. Es war großartig. Kann es auch jedem nur empfehlen. Ja, super. Dankeschön. Ja, ja, ja. Ja, weißt du was? Ich glaube, wir haben ganz viel den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt mit auf den Weg gegeben, was ich mal setzen darf. Ich stelle mir das immer vor wie so ein Bild, weil ich gehe ja viel mit meinen Hunden in den Wald, ne? Und das sind immer so Schotterwege und gerade wenn das so trocken war wie die letzten Wochen und es fährt ein Auto an uns vorbei, dann wirbelt ganz viel Staub hoch und dann dauert es einen Moment, bis sich der Staub wieder gelegt hat. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch gemacht. Mal ganz viel Staub aufgewirbelt und jetzt darf er sich wieder legen. Und gibt es noch irgendetwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben möchtest auf den Weg? Vielleicht 2 Dinge. Wenn du das Gefühl hast, du hast da noch deine Intention nicht gefunden, weder für einen bestimmten Bereich noch für insgesamt dein Leben, dann gib nicht auf. Bei mir hat sich das auch, also das, was ich jetzt so in die Welt bringe, hat sich das auch sozusagen entwickelt. Und wenn ich jetzt zurückblicke, war das wie so ein roter Faden und alles machte irgendwie Sinn. Und es gab Phasen in meinem Leben, da war ich furchtbar unzufrieden, habe gedacht, boah, ich komme überhaupt nicht voran und ich bin so richtig, im Englischen hat man den Ausdruck stuck und ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll und was ich überhaupt hier machen soll und wo es mit mir hingeht. Und dadurch, dass ich nicht aufgegeben habe und ich habe dann einfach nochmal vielleicht hier ein Coaching und nochmal da ein Buch gelesen oder hier nochmal ein Podcast oder da nochmal jemand zugehört, der schon einen Schritt weiter ist und wo ich gedacht habe, naja, so wie der das macht oder die das macht, so würde ich auch gerne sein. Also dann hat sich irgendwann das Bild zusammengefügt und jetzt kann ich sagen, dass ich so viel zu tun habe und so viele Ideen auch, dass der Tag leider zu kurz ist, um alles umzusetzen. Also für die Lebensphase, wenn jemand, der zuhört, sich da befindet, würde ich wirklich sagen, bitte gib nicht auf, ne? Mach weiter in kleinen Schritten und hol dir auch Unterstützung von Experten und probier mal aus, sei spielerisch, guck hier mal rein, da mal rein, erlaub dir einfach zu sein und wisse, dass diese Phase vorübergeht, bis du wirklich das Gefühl hast, du bist in dir angekommen und du bist ganzheitlich derjenige, der du bist und so möchtest du auch anderen begegnen oder dein Wirken sozusagen in die Welt bringen. Und für diejenigen, die das bereits schon machen, da ist meine eigene Erfahrung, erinnere dich immer wieder daran. Weil manchmal, wenn es bei mir dann auch stecken geblieben oder wenn ich dann so im Stuck bin und irgendwie sich das doch dann nicht so manifestiert, wie ich mir das so ursprünglich vorgenommen habe, dann stelle ich fest, dass, wenn ich ehrlich zu mir bin, dass ich dann doch gar nicht so genau die Intention
formuliert habe. Also, dass ich vielleicht zu oberflächlich nur einfach so einen Wunsch habe oder so eine Hoffnung oder vielleicht auch ein Ziel und dass ich aber gar nicht aus dem Herzen heraus wirklich diese Intention klar habe. Und dann, sobald die Intention wieder klar wird, manchmal schon eine Stunde oder zwei Stunden später, kommen dann schon ganz konkrete Ergebnisse. Also das ist wirklich faszinierend. Das kann ich in dem Fall dann für diejenigen, die jetzt zuhören und die sagen, naja, ich bin ja eigentlich schon super mit meinen Intentionen unterwegs, wenn es dann mal hakt, sich einfach nochmal wieder zurücknehmen, vielleicht auch einfach mal nichts tun und wirklich nur in sich reingehen und nochmal visualisieren, nochmal meditieren, was ist mir denn eigentlich wirklich wichtig und ja, wie möchte ich auch sein, wenn ich das manifestiere, was mir wichtig ist und aus dem heraus dann wieder eine neue Klarheit entwickeln, ja, loslassen und dann auch das Feld wirken lassen. Vielen Dank. Und empfangen. Ja, Manche können auch nicht empfangen. Genau, empfangen, mit offenem Herzen. Wenn es dann passiert, auch bitte annehmen und sich dran erfreuen. Genau, genau. Und nicht denken, dass man es gleich wieder weggeben muss, gell? Ja, ja. Super. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Britta. Du hast uns ja wirklich bereichert mit deinen Erfahrungen, die du gemacht hast und mit deinen Beispielen. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Die finde ich großartig, ermutigend und inspirierend. Und ja, danke, dass du heute dir die Zeit genommen hast, mein Gast zu sein. Gerne, Carina. Jederzeit sehr gerne wieder und vielen Dank, wie liebevoll du auch alles vorbereitet hast und auch hier jetzt das Gespräch geführt hast. Ich glaube, dass deine Community im Englischen, also im Deutschen, deine Zuhörerschaft und auch die dich öfter hören, die dürfen sich wirklich glücklich schätzen, dass du mit sehr viel Herz und Leidenschaft immer wieder diese Themen auch voranbringst und Gesprächspartner hast, aber auch selber deine eigenen Themen präsentierst. Das ist sehr, sehr inspirierend. Vielen Dank dafür. Danke. Und auch dir da draußen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielen, vielen Dank, dass du uns deine Zeit und deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Das ist ganz wertvoll und das weißt du, hoffentlich. Wenn nicht, dann spätestens jetzt. Und ich hoffe, dass Britta und ich dich hier und heute inspirieren konnten. Und wenn das so ist, dann teile uns das mit, hüpfe auf meine Seite carinaschimmel.de/podcast, da findest du die Folge, da kannst du kommentieren, du kannst den Podcast bewerten mit ein paar Sternchen, du weißt, ich liebe es, wenn es glitzert. Und dann hören wir uns auch schon in der nächsten Folge wieder von meinem Podcast für wunderbare Gedanken und bis dahin wünsche ich dir eine energiereiche Zeit und sage tschüss, bis bald, mach's gut. Deine Carina. Mehr Inspiration und Raum für deine Gedanken findest du auf carinaschimmel.de.